So Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen, freudigen Infovideo, Ankündigungsvideo, was auch immer. Erstens mal, habt ihr sicherlich bemerkt, habe ich jetzt ein Intro. Vielen Dank an Karate Nutella dafür, der hat mir das Weihnachten sozusagen geschenkt. Zum Soundtrack, im Intro werde ich gleich sagen, dass natürlich das Super Mario Land Theme da nicht endgültig ist und ich da das je nach Projekt variieren werde. Immer, also sprich, jedes Projekt hat einen anderen Sound im Intro, das ist einfach der Einfachkeit halber. So, nun kommen wir zum wesentlich wichtigeren. Ihr seht es schon die ganze Zeit im Hintergrund. Hier haben wir Super Smash Bros. Brawl. Ich habe auf Weihnachten einen Grabber bekommen, der es mir ermöglicht, von der Nintendo Wii aufzunehmen. Sprich, ganz einfach, es kommen nun im Jahre 2015, beginnend schon im Januar, Wii Let's Plays. Ich möchte gleich dazu sagen, ihr werdet da keinen allzu großen Skill erwarten können. Das heißt, ich werde da immer einiges an Zeit brauchen, um mich da einzuleben, weil ich auf einem sehr kleinen Bildschirm spiele. Glaubt mir das, der Bildschirm ist extrem klein. Ich habe es gemerkt, hier bei Smash Bros. Hatte ich richtige Probleme, da die Charaktere zu erkennen. Bei Mario Kart ging's. Jump'n'Runs habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Jo, aber ansonsten, die Grafik ist natürlich ja nicht der Oberhammer, aber der Grabber ist auch nicht der Oberhammer. Ich bin Hauptsache froh, dass ich euch mal das zeigen kann. Ich habe da richtig Bock drauf, das ist mein persönliches Highlight eigentlich so. In der nächsten Zeit ist es die Wii Let's Plays. Und ja, was kommt denn so? Was kann ich euch sagen? Was kommt? Ich habe beschlossen, ich möchte im Januar erst noch ein kurzes, kleineres Jump'n'Run bringen. Das werdet ihr schon sehen. Startend am 7. Januar nächste Woche kommt der letzte Part von Donkey Kong Country. Also am 31. kommt der letzte Part von Donkey Kong Country. Dann kommt ein neues Projekt. Und danach möchte ich dann New Super Mario Bros. Wii bringen. Dann, ich muss mal ganz kurz einen Blick auf meinen Upload-Plan werfen, den ich hoffentlich hier liegen habe. Ja, dann kommt vielleicht... Vielleicht kommt da noch ein kleines anderes Spiel, ich glaube, das kann ich einstampfen. Das war für Windows XP, hat auch jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, das zum Laufen zu bringen. Das kommt dann später mal, also kommt New Super Mario Bros. Wii. Dann, nach dem Ablauf von Skyrush Tournament werde ich dann einfach Mario Kart Wii einmal pro Woche bringen, einfach mit euch mal alle 8 Cups durchzocken und mehr wird da nicht dabei sein. Ja, das war's dann auch schon, würde ich sagen. Wir können jetzt hier noch das Gameplay zu Ende gucken und ich werde das mal nicht kommentieren. Der Dragoner, er möchte mich natürlich ownen, aber da bin ich ganz geschickt mit, ganz geschickt ausgewichen. Zur Info noch, ich bin im Brawl, habe ich keinen Skill, das liegt an einem kleinen Bildschirm, aber ich habe auch prinzipiell so keinen Skill, von daher no problem. Jetzt wollen wir die Gegner mal kochen ein wenig. Ich spiele Brawl mit dem Classic Controller Pro, also mit dem schönen roten, den ich damals zu Xenoblade Chronicles mir dazu gekauft habe. Beides für 30 Euro, das war das beste Schnäppchen, das ich in meinem Leben je gemacht habe, glaube ich, ja. So, und jetzt gibt es hier natürlich, warum die Bombe direkt hochgegangen ist, weiß ich nicht, das konnte ich auf dem kleinen Bildschirm, war mir der Grund nicht bekannt. Ja, ich denke, die Frames werden jetzt auch nicht der Oberhammer sein, aber ich glaube, wir können mit allem leben. Und ich hoffe, euch freut das, dass ihr nun auch endlich Wii-Spiele kommen. Wenn ja, dann lasst doch ein fettes Like da. Schreibt einen schönen Kommentar, was ihr euch so an Wii-Projekt noch wünscht. Legend of Zelda Twilight Princess steht nicht zur Option. Das Spiel würde ich mir zwar prinzipiell kaufen, aber ich glaube, ich würde da dramatisch failen. Deswegen lassen wir das lieber mal fürs Erste. So, und jetzt können wir den Hammer nehmen oder machen die Spezialattacke, kochen wir die noch ein letztes Mal und BÄM! Noch einen geowned, aber das zählt nicht mehr rein. Naja, trotzdem gewonnen, schön, gefällt mir. Ich hoffe, euch hat auch dieses kleine Video gefallen. Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, das sage ich selten, aber diesmal wirklich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein und habt noch schöne Feiertage, bevor es ganz vergesst. War eigentlich gestern für mich abgehakt.